Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Woraus lernt der Astronom, nicht nur aus Büchern, sondern vor allen Dingen aus dem Licht, das das Universum dankenswerterweise in Richtung Erde schickt? Natürlich nicht das Universum als Ganzes, sondern die Objekte, die im Universum sind, vor allen Dingen die Sterne. Das sind nämlich leuchtende Gasbälle, wissen Sie natürlich alles. Und wir Astronomen lernen aus der kosmischen Zeitung der elektromagnetischen Strahlung, aus was die Sterne bestehen, indem wir nämlich das Licht zerlegen in spektrale Anteile. Wir wissen also aus den Linien, die man im Licht sehen kann, sei es aus den Emissionslinien oder aus den Absorptionslinien, aus welchem Material so ein Stern zusammengebaut ist. Also welche Elemente, bei welcher Temperatur und welcher Dichte die für die Strahlung verantwortlich sind. Das ist aber nicht alles. Eine interessante Variante der astronomischen Erkenntnismöglichkeiten, das ist die Variation von Strahlung. Also nicht nur die Strahlung an und für sich, sondern auch, wie sie sich verändert. Und deswegen wollen wir heute mal in gewisser Weise eine Katalogsendung machen. Was haben wir denn alles so im Anschnitt? Die Sendung heute heißt, was sind Veränderliche? Und ich kann Ihnen schon mal verraten, dass praktisch alle Sterne Veränderliche sind. Also könnte man eigentlich viel eher sagen, was sind denn eigentlich Unveränderliche? Aber in der astronomischen Terminologie sind die Veränderlichen eine wohl definierte Klasse. Veränderliche Sterne. Gehen wir doch mal zum Beispiel zu dem Stern, von dem wir extrem abhängig sind, unsere Sonne. Haben wir den Eindruck, naja, also die Leuchtkraft der Sonne scheint ziemlich unveränderlich zu sein. Die strahlt in aller Ruhe vor sich hin. Warum, wissen Sie, Wasserstoff zu Heliumverschmelzung, alles ist gut. Stimmt und stimmt nicht. Die Sonnenleuchtkraft verändert sich in der Tat nicht viel, aber doch ein bisschen. Da gibt es zum einen die Variation, die damit zusammenhängt, dass eben mit zunehmendem Alter die Leuchtkraft eines Sternes steigt. Wenn irgendwann in seinem Inneren mal der Wasserstoff zu Helium verbraucht sein wird, dann ist sowieso ganz vorbei. Dann geht die Leuchtkraft nämlich runter. Aber solange das noch nicht der Fall ist, wird die Leuchtkraft steigt immer an. Als die Sonne zum Beispiel 1 Milliarde Jahre alt war, das ist jetzt 3,5 Milliarden Jahre her, da hatte sie nur eine Leuchtkraft, die ungefähr 75% der heutigen Leuchtkraft entspricht. Dazu kommt noch, dass unsere Sonne einen Zyklus besitzt. Der hat was mit dem Auf- und Abbau des Magnetfeldes der Sonne zu tun. Dann tauchen nämlich immer mal wieder in so einem Zyklus von jeweils 11 Jahren tauchen sogenannte Sonnenflecken auf. Dadurch verändert sich die Leuchtkraft der Sonne ein wenig, nur so ein bisschen. Also unsere Sonne ist ein ziemlich leuchtkraftkonstanter Stern mit so kleinen Veränderungen der Leuchtkraft drauf. Regelmäßig. Soweit, so gut. Was haben wir noch? Wir haben andere wunderbare veränderliche Sterne, die allerdings überhaupt nichts mit Veränderungen der Sternleuchtkraft selbst zu tun haben, sondern solchen Sternen, die umeinander kreisen. Bestes Beispiel, ein Doppelsternsystem. Da kreist ein Stern um den anderen rum und wenn die günstig liegen, also günstig heißt, am besten natürlich von der Seite, sodass der eine Stern, Achtung, den anderen praktisch immer mal wieder überdeckt, dann kommt er hinten rum. Dann sieht man auch ein bisschen mehr von der Helligkeit, dann kommt er wieder vorne rum. Ist klar, sind Bedeckungsveränderliche. Haben wir jetzt hier im Sonnensystem nicht, weil die Sonne ist ja ein Einzelstern. Aber unlängst noch, wann war das? Der Venusdurchgang, konnte man sehen, wie also die Venusscheibe zum Beispiel vor der Sonne herumläuft. Dann ist die Venus ein winzig kleiner Planet, da ist natürlich so gut wie nichts zu sehen. Aber wenn zwei Sterne einander umkreisen, dann wird natürlich die Helligkeit eines Sterns dadurch verändert, dass ein Stern den anderen bedeckt. So kriegt man also Lichtkurven, die ungefähr so aussehen, also die Leuchtkraft ist konstant, dann wird er bedeckt, das heißt, das Licht des einen Sterns geht runter, dann kommt es wieder hoch, dann hat man auf einmal beide Scheiben, ne? Wenn der eine hinter dem anderen steht, dann gibt es ein kleines Maximum und dann geht es wieder runter und so weiter. Aber das ist einfach. Ich meine, das sind nicht diese Veränderlichen, von denen wir wirklich physikalisch was lernen können. Da wissen wir nur, aha, das ist ein Doppelsternsystem, Feierabend. Und außerdem, wenn das Sternsystem, wie wir sagen, face on steht, dann sehen wir das gar nicht, ne? Also wenn wir sehen, dass ein Stern so einen anderen Stern umkreist, dann sehen wir nämlich, ist nämlich die Leuchtkraft des bedeckten Sterns konstant. Sehen wir mal. Das hängt im Wesentlichen von der Geometrie ab und das wollen wir weglassen. Uninteressant. Hätte ich fast gesagt, Quatsch ist natürlich. Denn das Tolle ist, wenn man diese Lichtkurven von Doppelsternen sehr genau vermisst, beziehungsweise vermessen kann, dann bekommt man wichtige Eigenschaften des Systems heraus, nämlich zum Beispiel die Massen der beiden Sterne aus den Kepler-Gesetzen. Ja, ja, Johannes Kepler damals hat schon seine drei, die Gesetze, die er vor 450 Jahren aufgestellt hat, mit denen können wir heutzutage Systeme sehr genau ausmessen. Sehr genau. Soweit dazu. Aber richtige veränderliche Sterne sind zum Beispiel pulsationsveränderliche.
Das sind Sterne, die tatsächlich ihre thermodynamischen Zustandsgrößen, also Dichte, Temperatur, Druck und so weiter, aufgrund von inneren Eigenschaften verändern. Ja? Das heißt, die fangen tatsächlich an zu pulsieren. Und das war auch der erste veränderliche Stern, der am Himmel gefunden wurde, die Mira von David Fabricius, 1500 und ein paar zerquetscht, hätte ich fast gesagt, 1575, glaube ich, oder 95. Die Experten werden mir sicherlich eine E-Mail schreiben, können es mir genau sagen. Die Mira veränderliche, die änderte nämlich ihre Leuchtkraft bzw. ihre Helligkeit so sehr, dass der Fabricius dachte, oh, die hat Flecken, so große Riesenflecken, die also auf der Oberfläche immer hin und her laufen und auf die Art und Weise die Helligkeit variieren. Stimmt nicht. Mira selber ist eine Pulsationsveränderliche, die also regelmäßig ihre Leuchtkraft dadurch verändert und damit ihre Helligkeit dadurch verändert, dass sie sich vergrößert und dann wieder schrumpft und so weiter. Das dauert allerdings eine ziemliche Weile, das sind immer Perioden von Tagen, Monaten und so weiter. Das sind Langzeitveränderliche. Und davon gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Sorten, RR-Lyre-Sterne, Beta-Lyre-Sterne und so weiter, nur jetzt mal für die Experten. Und es gibt die Cepheiden, die ganz wichtig sind für die Entfernungsbestimmung. Ja, je heller die Cepheiden sind, umso kürzer ist ihre Periode. Und so, also es gibt da ganz verschiedene Varianten, aber bei allen diesen Sternklassen ist bei diesen Pulsationsveränderlichen, nicht bei den Pulsaren, Achtung, nicht bei den Pulsaren. Pulsar ist was anderes, das kriegen wir nachher. Pulsar ist die Abteilung Leichen, ja? Das machen wir nachher. Jetzt sind wir noch bei den lebenden Sternen, also diejenigen, die noch in ihrem Innern Fusionsprozesse antreiben. Was muss da passieren, damit ein Stern pulsiert? Nun, es muss Energie deponiert werden. Und diese Energie muss so deponiert werden, dass sie nicht gleich wieder entweicht, sondern zunächst einmal sozusagen ja, angehäuft werden. Und dann wird die Hülle langsam sich aufblähen. Beim Aufblähen muss die Bedingung für die Pulsation irgendwann wieder zu Ende sein. Und dann fängt der Stern wieder an, in sich zusammenzuziehen und so weiter. Das geht praktisch nur, indem also gewisse Hüllen des Sternes die Energie, die von unten kommt, speichern. Und diese Speicherung, das ist jetzt nicht eine Erwärmung, wie man denken würde, na, da wird das Gas einfach heißer, sondern bei diesen Sternen wird die Wärme, die von unten kommt, zur Ionisation benutzt. Mit anderen Worten, Hüllen des Sterns, die fast nur aus neutralem Gas bestehen, werden durch die Strahlung von innen ionisiert. Und diese Ionisation, die wird praktisch zur inneren Energie. Und erst dann, wenn diese Ionisation sich vollzogen hat, dann fängt das System an, sich aufzublähen. Die Energie wird wieder abgegeben, das System schrumpft wieder und so geht es immer weiter. Das sind klassische Pulsationsveränderliche. Dann gibt es noch ganz andere tolle Veränderliche, sogenannte kataklysmische Variable. Kataklysmisch heißt eigentlich katastrophal, weil wir haben unglaubliche Ausbrüche. Bei den kataklysmischen Variablen handelt es sich auch um ein Doppelsternsystem. Das heißt, man hat da unter Umständen durchaus Lichtkurven, die gewisse Regelmäßigkeiten zeigen. Aber ab und zu kommt es zu einem unglaublichen Ausbruch. Und man erklärt sich das so, dass zum Beispiel ein Hauptreihenstern, also ein Stern, der Wasserstoff zu Helium verbrennt, von einem weißen Zwerg, also einem Stern, der eben gar nichts mehr macht, sondern einer Sternleiche, umkreist wird um den weißen Zwerg herum. Wenn der nahe genug dran ist, der weiße Zwerg, bildet sich eine Gasscheibe. Wo kommt die her? Nun, der zieht quasi Gas von seinem großen Begleiter ab, denn der ist ja noch ein richtiger großer Gasball. Es bildet sich so ein Gasstrom auf eine Scheibe um den weißen Zwerg herum. Und wenn dann sehr, sehr viel Gas um den weißen Zwerg herum angesammelt worden ist, dann kommt es zu einer schlagartigen Explosion, unter anderem durch die thermonuklearen Prozesse auf dem weißen Zwerg oder der heiße Fleck in der Scheibe, nämlich da, wo das Gas vom Stern, von dem großen Stern, dem Hauptreihenstern, auf diese Akkretionsscheibe knallt, da wird es heiß und das sieht man. Das sind dann also Kurzzeitvariablen. Allerdings kataklysmisch heißt, da gibt es keinerlei Perioden oder sowas, sondern es knallt einfach drauf, explodiert und dann ist erstmal wieder eine Weile Ruhe. Denn es braucht natürlich eine Zeit, bis wieder genügend Gas um den weißen Zwerg herum sich angesammelt hat. Jetzt haben wir also schon mal so ganz leicht, sind wir schon mal zu den Leichen so rübergegangen. Dann gibt es zum Beispiel die Novae oder auch Zwerg, also Zwergnovae sind die kleinen. Novae heißt neu. Also immer dann, wenn ein neuer Stern am Himmel erscheint, dann nannte man das früher Novae. Da gibt es also die großen, das sind die normalen Novae und die Zwergnovae. Die sind halt ein bisschen leuchtschwächer, also weniger hell. Was die machen ist also, das sind Sterne, die sind sozusagen immer mal wieder in einer Energiekrise. Das kommt schon mal vor bei einem Stern, dass ihm also zwischendurch der Brennstoff ausgeht oder dass also mal von einem Fusionsgang in den nächsten geschaltet werden muss, also von einem Element zum nächsthöheren Teil. Und dabei kommt es immer mal wieder dazu, dass auf einmal Hüllen
abgeschossen werden. Die expandieren dann ins Universum raus und dabei wird der Stern zunächst einmal sehr viel heller und dann, wenn die Hülle dann weg ist, dann geht die Helligkeit langsam wieder runter. Das dauert dann unter Umständen Jahre, aber man sieht es heutzutage immer noch, dass also so Nova-Schalen ins interstellare Medium rausgehen. Auf die Art und Weise wird zum Beispiel ein Teil der schweren Elemente ins interstellare Medium rausgebracht. Na, so weit, so gut. Und dann gibt es natürlich noch, also ich mache schon hier eine Faust, weil das ist wirklich was Dramatisches. Ich meine, so eine Nova-Explosion ist auch schon nach menschlichem Ermessen was Ungeheures. Aber richtig ungeheuerlich wird es bei den Supernovae. Das ist ja dann der Fall, wenn also der Stern quasi am Ende ist mit seinem Kernfusionslatein, wenn er nämlich im Innern in seinem Kern beim Eisen angekommen ist, wenn also da die Fusionsraten völlig zusammenbrechen, weil alle schweren Elemente als Eisen werden, ja werden so eine Supernova-Explosion erbrütet, dadurch, dass es eben so extrem heiß wird. Was passiert da? Nun, die Hüllen fallen auf diesen inneren Kern drauf. Der ganze Stern explodiert und das ist natürlich eine sehr veränderliche Geschichte, nur ist nur einmal. Ein Stern explodiert nur einmal als Supernova, denn der reißt seine Leuchtkraft unglaublich nach oben, also seine Helligkeit. Ich muss ja immer aufpassen, es gibt ja einen Unterschied zwischen Helligkeit und Leuchtkraft. Ja, die Helligkeit, die wir empfangen, hat ja was damit zu tun, wie weit ein Objekt von uns entfernt ist. Der kann ja eine unglaubliche Leuchtkraft haben, irgendein Objekt, aber weil er so weit weg ist, ist er für uns nicht besonders hell. Er kann, also das muss man, aber im Grunde genommen, solange wir uns auf diese beiden Worte einigen, ist alles klar. Sie wissen schon, wenn ich von Leuchtkraft spreche, dann ist damit natürlich impliziert, dass wir im System drin sind und jetzt nicht so weit weg sind, sondern im System drin und können sehen, wie viel Energie pro Zeit freigesetzt wird. Und bei einer Supernova wird unglaublich viel Energie freigesetzt. Eine Supernova kann heller werden, für wenige Tage heller werden als eine ganze Galaxie. So viel Energie wird dabei freigesetzt. Und bei einer Supernova wird also dann, wie gesagt, das ist veränderlich, kann man da eigentlich nicht sagen. Denn das Ding, die Lichtkurve sieht so aus, knallt nach oben und dann geht sie langsam nach unten. Aber was übrig bleibt bei einer Supernova, das ist eine andere interessante Sternleiche. Und das ist ein Pulsar. Ein Neutronenstern zunächst einmal, also physikalisch gesprochen ein Neutronenstern. Der Kern des übrig gebliebenen explodierten Sterns ist so 10, 20 Kilometer groß. Material, das ungeheuerlich dicht gepackt ist. Da ist ein Stück Würfelzucker so schwer wie die gesamte Menschheit, also richtig schwer. Und das Ding dreht sich noch. Der übrig gebliebene Drehimpuls des Gesamtsterns ist also in diesen Kern hinein gefroren sozusagen, dreht sich mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. Es gibt Pulsare, die zum Beispiel einer meiner Lieblingsobjekte, wie ich immer sage, der Crab, 6000 Lichtjahre entfernt, der hat eine Periode von 33 Millisekunden. Das heißt, der dreht sich in 33 Millisekunden einmal um seine Achse herum. Und das sind Objekte, die so starke Magnetfelder besitzen, dass die Drehung des Magnetfeldes an ihrer Oberfläche, jetzt müssen Sie Folgendes bedenken, ein Neutronenstern ist typisch 1,4 Sonnenmassen schwer. Der ist also, dieser Stern, das ist der Rand der erkennbaren Wirklichkeit. Der ist knapp davor, ein schwarzes Loch geworden zu sein. Ja? Muss man sich überlegen. Ne? Ist er aber nicht geworden. Und an der Oberfläche dieses ungeheuer kompakten Objektes sind Magnetfelder, die sind dramatisch. Wenn wir da in der Nähe wären, würden also unsere Atomkerne verzogen werden. Ja? Und da die sich drehen, diese Magnetfelder, entspricht die Drehung des Magnetfeldes, die entspricht nach den Gesetzen der Elektrodynamik einem elektrischen Strom. Und die elektrischen Felder, die an der Oberfläche eines Neutronensterns abfallen, das sind also, die sind so stark, dass sie Teilchen aus der Oberfläche rausreißen. Das heißt, alles, was wir über die Physik von stellaren Objekten wissen, wissen wir einerseits aus dem kontinuierlichen elektromagnetischen Strom, den diese Objekte uns schicken, aber auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, dass diese Objekte eben nicht nur also so konstant strahlen, so, sondern Variationen und Veränderlichkeiten sein. Insofern sind die Veränderlichen für uns eine der wichtigsten Informationsquellen über den physikalischen Zustand der kosmischen Bewohner, nämlich der Sterne überhaupt. Also in diesem Sinne muss ich sagen, veränderlich zu sein ist sehr, sehr wichtig für die Astrophysik.